Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier bei KLB, Hauptquartier in Bantrum. Mein Name ist Svet Bolaro und ich habe hier heute meinen Gast mitgebracht, Mr. Paul Schneider. Im Groben und Ganzen möchten wir heute Ihnen ein Best Practice präsentieren in der IEC-Programmierung. Damit nicht irgendwelche Fragen irgendwie hinterher unter dem Tisch landen, möchte ich jetzt erst einmal vorab klären. Können Sie mich hören? Können Sie mich sehen? Vielleicht benutzen Sie dazu mal kurz die Chat-Funktion und schreiben mal kurz in den Chat, ob Sie uns gut hören und gut verstehen können. Ansonsten werde ich hier als Moderator dienen. Sie können jegliche Fragen einfach in den Chat schreiben. Ich werde versuchen, die während des Gesprächs hier oder während der Präsentation sinnvoll unterzubringen. Ansonsten, wenn Fragen irgendwie ungeklärt bleiben, irgendwie offen bleiben, würde ich Sie einfach bitten, uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Ansonsten würde ich jetzt das Gespräch vorab erst einmal an meinen Kollegen Boris Schneider weitergeben, der Ihnen das Programmieren jetzt etwas näher bringen wird. Vielen Dank. Kann bitte noch irgendjemand bestätigen, ob man uns hören und sehen kann? Ja gut, das geht natürlich. Hier ist der Chat noch leer. Ist die Aufzeichnung an? Ja. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Das ist angekommen. So, dann übergebe ich jetzt mal an Herrn Schneider. Okay. Man sollte jetzt mein obiges Studio sehen können. Das Thema für heute war ja Best Practice für die IEC 61131 und ich wollte gerne etwas mehr auf die neuen Funktionen, die auch mit der Codesys 3 in die ganze Umgebung reingekommen sind, eingehen. Dabei geht es bei mir heute um Methoden, um Properties und um Interfaces und um die Möglichkeit, Bausteine zu erweitern. Wie Sie sehen, habe ich hier schon ein Projekt vorbereitet. In erster Linie ist es erstmal leer. Also mein Programm ist lediglich das hier, in der ich einen kleinen Simulationsbaustein vorführe oder aufrufe, den ich nachher noch ein bisschen genauer eingehen werde. Und es gibt hier eine Initialisierung, die aktuell allerdings noch leer ist, die ich später noch mit Leben füllen werde. Kommen wir erstmal auf das Thema Methoden. Wenn ich einen Funktionsbaustein oder ein Programm erstelle, habe ich die Möglichkeit, über AddObject eine Methode anzufügen. Eine Methode ist im Grunde sehr ähnlich wie eine Funktion. Allerdings ist eine Methode in dem Moment an den Baustein gekoppelt und hat auch den vollen Zugriff auf die Variablen innerhalb des Bausteins. Ich habe jetzt hier einen kleinen Beispielbaustein. Das ist ein Ringspeicher. Und der Grund, warum jetzt hier eine Methode besonders Sinn macht, ist der, dass wenn ich einen Ringspeicher habe, dann will ich vermutlich mehrfach in der Lage sein, innerhalb eines SPS-Zykluses mal Werte abzuspeichern oder abrufen zu können. Also vielleicht will ich in einem Zyklus 3 Werte speichern und 2 laden und im nächsten Zyklus will ich 1 Wert speichern und 3 laden. Wenn ich das ohne Methoden mache, sondern nur mit einem Baustein, ist das sehr umständlich, weil ich müsste hier eine Flankenauswertung dran machen, ich müsste den Baustein x Male aufrufen und auch die Flanke immer wieder zurücksetzen. Wenn ich hingegen eine Methode verwende, habe ich die Möglichkeit, nur den Source Code, der fürs Speichern notwendig ist, in der Methode auszulagern und ihn so zu gestalten, dass ich ihn n-mal aufrufen kann pro Zyklus. Und genauso kann ich den Source Code, der fürs Lesen zuständig ist, auslagern und somit auch die Sektionen innerhalb des Bausteins sinnvoll unterteilen und separieren. Außerdem habe ich die Möglichkeit, an der Methode einen Eingänge zu übergeben oder mehrere Eingänge zu übergeben oder dass die Methode so gestaltet ist, dass sie einen Rückgabewert liefern kann. Bei meinem Ringspeicherbaustein kann man das sehen. Im Falle vom Store benutze ich das Value, um was abzuspeichern, als Eingang und den Read, um etwas wieder auszulesen. Wenn ich jetzt auf so eine Methode zugreifen will, müsste ich mir erstmal so eine Bausteininstanz anlegen. G
Hier noch ein kleiner Tipp von mir. Wir hatten ja auch Tipps und Tricks angekündigt. Die Codesys 3 verfügt auch über eine Smartcast-Funktion und die kann ich triggern, indem ich Steuerung Space drücke. Optimalerweise habe ich schon die ersten Buchstaben eines Bausteins eingegeben. Wenn ich dann Steuerung Space drücke, wird eine Autovervollständigung versucht. Falls jetzt noch mehrere Möglichkeiten bestanden, dann kriege ich so eine Liste. Und je weiter ich jetzt die Sachen spezifiziere, desto genauer kann er mir den Namen vervollständigen. So, wenn ich jetzt auf eine dieser Methoden zugreifen möchte, kann ich einfach hergehen, myring. Also du hast jetzt eine Instanz quasi erzeugt von dem Ringspeicher, Funktionsbaustein und willst die Methode benutzen. Genau. Ja. Also ich kann jetzt hier auf die Instanz zugreifen und mit dem Punkt kann ich entweder auf die Ein- und Ausgänge oder aber auch auf die Read- oder Store-Funktion zugreifen. Wenn ich jetzt das Read nehme, dann bekomme ich einen Rückgabewert. Der würde mir jetzt hier geliefert, wie als wenn das hier eine Variable wäre, die ich jetzt hier abspeichern könnte. Zum Beispiel so. Die Variable gibt es jetzt nicht, aber ich wollte es nur mal demonstrieren. Genauso, wenn ich es abspeichern möchte, dann sieht das Ganze so aus, dass jetzt hier halt irgendein Wert eingegeben werden kann und der würde dann als Eingang übergeben. Der Aufruf funktioniert wie bei einer Funktion. Methoden sind immer dann praktisch, wenn ich einen Baustein habe, der mehrere Funktionen erfüllt und ich die Funktionen innerhalb des Bausteins aber gut separieren kann. Wie zum Beispiel hier in Speichern und Lesen. Das sind zwei völlig verschiedene Aufgaben, die aber beide zu dem einen Baustein gehören. Und so habe ich den Baustein hier relativ sinnvoll unterteilt. Man kann auch sehen, also das hier ist ein vollwertiger Ringspeicherbaustein und die Menge an Source Code, die ich hier platzieren muss, ist relativ überschaubar, weil es halt so praktisch spaltbar ist durch die Methoden. Also im Grunde genommen kann man dann Source Code aus dem Hauptbaustein rausziehen, in die einzelnen Methoden rein, hat das so sogar noch ein bisschen separiert, quasi eine Überschrift gebildet mit Read und Store. Und man spart sich auch eine Menge Inputs und Outputs, glaube ich auch, oder? Ja, genau. An den Funktionsbaustein. Ja, okay. Halt auch, weil ich zusätzliche Eingänge dann bezogen auf den eigentlichen Anwendungsfall direkt vom Baustein aus deklarieren kann. Außerdem kann ich hier auch temporäre Variablen innerhalb der Methode deklarieren, die dann nach dem Methodenaufruf einfach wieder verschwinden. Okay, wir scheinen hier gerade kurz ein technisches Problem zu haben. Scheint es wieder weiterzugehen. Okay, ich hoffe, Sie sind noch alle dabei. Ist die Aufzeichnung drin? Ja. Okay. Okay, dann einmal zu der Property. Ich kann an einen Baustein auch eine Property anhängen. Du wolltest noch diese Variable zeigen. Achso, die Test war. Ja, die war ein bisschen untergegangen. Ja, wie ich eben schon sagte, ich kann eine temporäre Variable hier deklarieren. Einfach mal die Variable Test. Die kann jetzt innerhalb der Methode benutzt werden, ist aber nicht Teil der Bausteininstanz. Somit würde die Variable auch wieder gelöscht werden, sobald die Methode verlassen wird. Ja. Lässt sich also perfekt benutzen, um innerhalb der Methode irgendeine Berechnung oder irgendwelche Vorentscheidungen zu treffen oder temporäre Zwischenvariablen zu speichern und so weiter. Das Wichtige ist ja auch, eine Methode speichert ja die Werte nicht innerhalb ihres Aufrufs. Richtig? Also Aber ich habe die Möglichkeit, auf die Instanzdaten zuzugreifen, welche dann über mehrere Zyklen hinweg zur Verfügung stehen. Also dort könnte ich die dann halt reinspeichern. Ja. Genau. Okay. In der Vergangenheit gab es schon, auch schon in der Codesys 2, gab es die Action. Ich füge gerade mal eine an. Es ist auch ein Mittel gewesen, um Programmteile zu separieren. Was aber fehlt, ist die Möglichkeit für Eingänge, für Rückgabewerte, für Ausgänge und auch die temporären Variablen, die ich in der Methode anlegen kann, gibt es hier gar nicht. Ich habe hier gar keine Deklarationsmöglichkeiten. Also in einer Action kann ich lediglich auf die Variablen aus meinem Source Code zugreifen. Ich habe keine Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Was die Methode für mich eigentlich
als generell immer die Vorzugswahl im Vergleich zu einer Action macht. Also sie hat nur Vorteile, keine Nachteile. Okay, kommen wir jetzt zu der Property. Genauso wie die Methode kann hier eine Property angehangen werden. Ich mache mal einen Test. Bei der Property muss ich einen Datentyp angeben. Ja, mal einen Integer. Und wenn ich die anfüge, kann man hier sehen, wird hier eine Property angefügt und dann gibt es hier eine Set- und Get-Methode, die an der Property dranhängt. Das sind im Grunde auch wieder Funktionen und das Besondere ist jetzt, wenn ich den Baustein benutze, haben wir ja noch hier diese Instanzen, da greife ich einfach drauf zu. Wenn ich diese Property jetzt benutze, ist sie von der Syntax her genau das gleiche wie, wie eine Variable am Baustein. Also ich kann hier einen Wert draufschreiben oder ich kann einen Wert herauskopieren, wenn jetzt natürlich diese Testbar auch existiert. So, beides ist zulässig. Im ersten Moment sieht es einfach aus wie eine ganz normale Variable, die an meinem Baustein dranhängt. Hier ist jetzt allerdings eine Besonderheit. Anstatt, dass diese 5 einfach jetzt in eine Variable des Bausteins reinkopiert wird, wird stattdessen für diesen Fall hier die Set-Methode aufgerufen, weil wir versuchen, den Wert auf die Property zu schreiben. Damit komme ich in den Set-Part. Und innerhalb dieser Funktion hier ist jetzt die Test-Prop repräsentiert jetzt die 5, die hier vorne reinkopiert worden ist. Hier kann ich jetzt also irgendwelchen Source-Code ausführen mit dem Wert, der mir übergeben worden ist. Das heißt, ich könnte jetzt vielleicht sogar Limitierung machen für irgendeinen Eingang und sagen, wenn der Wert den und den überschreitet, dann lehne ich den Wert ab, dann möchte ich ihn nicht nehmen oder ich könnte irgendwelche Regelungen machen, was Zugriffe angeht und so weiter. Also ich habe die Möglichkeit jetzt für den Bildschirmübertragung basiert. Ein anderes Fenster. Ich würde sagen, ignorierst das einfach und machst einfach weiter. Okay. Ja, ja. Gut. Also dieser Aufruf würde jetzt die 5 beinhalten und ich könnte jetzt entscheiden, was ich mit der 5 mache. Ich könnte sie einfach abspeichern in einer Variable oder ich könnte irgendwelche Source Code ausführen und das heißt, sie weiterverwenden. Das heißt, du könntest halt auch irgendwelche Berechnungen schon machen. Sagen wir, du wolltest jetzt einfach ein dummes Beispiel im Kreisumfang berechnen und du würdest jetzt die 5 in diese Property eingeben. Was würde dann machen? Also wie könnte ich jetzt einen Kreisumfang zum Beispiel berechnen? So mit 2πr, wie ginge das? Ja, ich könnte hier einfach schreiben, mal 2 mal Pi. Also die ja, okay. Ne? Konstante müsste ich natürlich noch. Ja, also 3,14. Ne? Auch. Ja. So, und jetzt würde ich das auf irgendeine Variable innerhalb meines Bausteins schreiben. So, das heißt, der User übergibt quasi in seinem Hauptprogramm, zum Beispiel jetzt hier in unserem Beispiel die Zahl 5. Als Radius. Als Radius. Diese würde dann hier in der Property Set aufgerufen werden und würde schon berechnet werden. Und die Funktion selber oder der Funktionsbaustein selber würde dann schon mit dem Kreisumfang rechnen. Das wäre eine Möglichkeit. Nur so als Beispiel. Okay. Ich halte es vor allem für sinnvoll, wenn es um irgendwelche Zugriffe geht, die man auch irgendwie berechtigen will. Also ja. Vielleicht will man überprüfen, ob der Zugriff auf irgendeine Variable überhaupt in dem Moment, wo er durchgeführt wird, okay ist. Mhm. Könnte verschiedenste Gründe haben, warum man auf eine Variable zu einem Zeitpunkt XY mal nicht zugreifen sollte. Vielleicht ist irgendeine Bearbeitung aktiv und jetzt soll man die Geschwindigkeit während dieser Bearbeitung nicht verändern. Also mache ich mir hier eine If-Anweisung rein, sage, wenn die Bearbeitung aktiv ist, dann übernehme ich den neuen Wert nicht. Aber man hat sehr viele Möglichkeiten, das vorab zu filtern. Quasi keine Grenzen gesetzt. Ja, genauso, im Grunde funktioniert genauso die Get-Funktion. Hier ist es nur jetzt so, die Test-Prop beinhaltet jetzt keinen Wert, sondern die ist jetzt der Wert,
den derjenige, der die Funktion abgerufen hat, also an dieser Stelle hier, haben wir ja quasi einen Wert aus der Variable rauskopieren wollen und in was anderes reinkopieren wollen. In so einem Fall würde dann die get-Funktion ausgeführt und dann würde dieser Name bezeichnen, was zurückgegeben wird. Also man würde jetzt zum Beispiel in der MyTest war einen 1, 2, 3 bekommen. Weil ich hier jetzt einen statischen Wert eingegeben habe. Okay. Könnte man natürlich auch alle möglichen Werte eingeben. Auf die Weise kriegt man es sogar hin, dass ich eine Variable am Baustein habe oder es sieht halt aus wie eine Variable, die in dem Fall, wo ich was draufschreibe und wenn ich was rauslese, vollkommen unterschiedliche Werte ausgibt. Das könnte auch aus verschiedensten Gründen mal interessant sein. So, also grob zusammengefasst, kann ich mit den Get-Except-Methoden Variablenwerte beeinflussen, filtern und quasi die Übernahme in meinen Funktionsbaustein bzw. die Ausgabe beeinflussen. Genau. Und für den Anwender des Bausteins sieht es aus, als wenn er auch eine ganz normale Variable des Bausteins zugreift. Der kriegt das gar nicht mit. In Wirklichkeit wird aber dann Source Code ausgeführt, statt ein simpler Kopierbefehl ausgeführt. Okay. Kommen wir jetzt zum Interface. Dafür habe ich hier auch so einen kleinen Demonstrator vorbereitet. Ich mache mal Webcam an. Jetzt müsste man meinen Cube sehen. Da sind drei Achsen und ein paar Lämpchen drauf. Und bei dem Interface hatte ich mich ein bisschen schwer getan für die Demonstration hier, denn ich war der Meinung, wir brauchen ein sinnvolles Beispiel, was nachvollziehbar ist und um zu verstehen, warum ein Interface jetzt überhaupt einen Vorteil bringt. Ich hoffe, dass ich was Sinnvolles gefunden habe. Ich habe unser Beispiel der CNC-M-Funktionalität verwendet. In unserem CNC-Kernel, den Frank Biermann vor zwei Wochen ja präsentiert hat, da gibt es die Möglichkeit, M-Funktionen unterzubringen. Eine M-Funktion in der CNC-Maschine ist eine Funktion, die CNC ausführen soll, die aber eigentlich eine Maschinenfunktion ist. Also es ist eine Funktion, die die CNC eigentlich gar nicht kennt. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wir könnten zum Beispiel eine Fräsmaschine haben, die einen Spanförderer hat. Und den Spanförderer müssen wir ein- und ausschalten. Oder wir haben ein Kühlsystem mit Kühlflüssigkeit und müssen die Kühlung ein- und ausschalten. Oder wir haben einen Wasserstrahlschneider und müssen den Wasserstrahl hoch und runter fahren. All diese Sachen haben erstmal nichts mit der CNC zu tun, denn die CNC ist eigentlich nur ein Programm, was dafür sorgt, dass unser Werkzeug im dreidimensionalen Raum einer vorgegebenen Bahn folgt. Es ist aber kein Programm, was irgendwie jetzt weiß, wie man irgendwelche Lüftungen ein- und ausschaltet. Je nach Maschine ist es aber wichtig, dass die CNC das trotzdem kann. Und aus dem Grund bringt man M-Funktionen unter. Das heißt, man hat im G-Code nachher eine M-Funktion, M20, M30, irgend sowas. Diese platziert man im G-Code und in dem Moment, wo die CNC an diesem Punkt ankommt, wird quasi die M-Funktion in der PLC aufgerufen. Und die PLC kriegt quasi die Aufgabe zu sagen, okay, ich habe diese Funktion ausgeführt und bin fertig und dann läuft die CNC weiter. Um diese Schnittstelle umzusetzen, haben wir einen Interface definiert. Und der Vorteil an dem Interface ist nun, dass die CNC diese Funktion ausführen kann, ohne zu wissen, was die Funktion eigentlich macht. Und kann trotzdem die kompliziertesten Aufgaben ansteuern und lösen. Aber nur um das klarzustellen, also ein Interface ist jetzt nicht nur rein für CNC-Aufgaben da, sondern... Nein, ich habe das nur als Beispiel. Nur als Beispiel, ja. Ein Interface ist generell dafür da, wenn ich verschiedene Bausteine miteinander verbinden will und vor allem dann, wenn diese Verbindung universell sein soll. Wenn der eine Baustein, der den anderen vielleicht bedient, den Baustein gar nicht kennt. Also zum Beispiel, wenn die Sache erweiterbar sein soll. Ein gutes Beispiel ist auch unsere Channel-Händler-Funktion. Bei unserem Channel-Händler haben wir einen Baustein, der in der Lage ist, Parameter zu kommunizieren mit Umrichtern, der sich aber nicht darum schert, um welchen Feldbus der Umrichter angekoppelt ist. Dafür gibt es einen zweiten Baustein, der über ein Interface angekoppelt ist. Der Channel-Händler sagt nur, gib mir den Parameter und der Baustein antwortet darauf. Welche Feldbus-Schnittstelle bedient werden muss, darum kümmert sich der Subbaustein.
Der Channelhändler weiß das im ersten Moment gar nicht. Und das ist halt der Vorteil, dass man so eine universelle Verbindung schafft, die nicht an irgendwelche Hardware-Eigenschaften gekoppelt ist. Okay, aber jetzt zurück zu den M-Funktionen. Ja, ich will das mal an den M-Funktionen erklären, weil es ist ein relativ überschaubares und leicht verständliches Interface. Also das Interface besteht aus 3 Methoden und 2 Properties. Die 3 Methoden ist einmal die Init-Methode. Diese Methode wird vom Kernel ausgeführt, bis die Property Init-Done auf True steht. Das kann man als grundlegende Regel, die wir jetzt definiert haben, als wir das Interface erstellt haben, festlegen. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird anschließend die Work-Funktion ausgeführt. Das macht er so lange, bis wir in der Work-Funktion ein True als Rückgabewert zurückgeben. Wenn das True zurückgeliefert wurde, wird anschließend die mExit-Methode ausgerufen, genau für einmal. Und danach ist die Funktion beendet. Dann gilt die M-Funktion als beendet. Dieses Regelwerk haben wir uns jetzt ausgedacht. Das ist unsere Definition. Und ich habe hier oben einen kleinen Simulator gebaut, der im Grunde diesen Source-Code beinhaltet, den wir auch im CNC-Kern eingebaut haben. Und hier sind diese Regeln so umgesetzt. Also wir können mal kurz reingucken. Hier vorne wird überprüft, welche Nummer aktiv ist und welche M-Nummer. Genau, unsere M-Funktion hat eine Nummer, die wird hier über diese Property übergeben. Also zum Beispiel M20 oder M6, okay. Werkzeugwechsel und so weiter. Also hier gibt es eine M-Nummer, die kann über das Interface ausgelesen werden und in diesem Simulator wird jetzt quasi dieses Regelwerk, was wir eben erklärt haben, umgesetzt. Also hier vorne wird erkannt, ob eine Funktion aktiv geschaltet worden ist. Und anschließend wird dann hier der Init-Done überprüft. Wenn der Init-Done auf False steht, landen wir im Else-Zweig und rufen die Initialisierungsmethode auf. Wenn der Init-Done auf True steht, landen wir in der Work-Methode. Und die wird so lange aufgerufen, bis sie ein True zurückliefert. Wenn das True kommt, dann wird diese Anweisung hier, also die If-Bedingung erfüllt. Wir rufen das M-Exit auf und wir setzen die M-Funktion auf inaktiv. Das ist quasi unser Universalregelwerk. Das funktioniert jetzt für alle M-Funktionen, die wir irgendwie erzeugen können. Und wir sind total flexibel, das noch zu erweitern. Oder der CNC-Kern muss gar nicht wissen, was jetzt für Funktionen hinter diesen Methoden hängen. Er muss nur die Methoden in diesem Regelwerk aufrufen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, hatte ich mir überlegt, 2 M-Funktionen mal zu erstellen. Als erstes werden wir einfach mal ein Ventil auf und zu machen, was wir auf dem Cube in Form von einer LED nachher an- und ausgehen lassen. Dafür erstelle ich jetzt hier einen Baustein. Den nenne ich hier mal M-Lauf. Und dieser Baustein implementiert jetzt dieses Interface. Das kann ich hier unter Implements auswählen. Das ist jetzt halt hier Teil meines Projekts und ich könnte das jetzt hier anwählen. Dann wird das hier. Damit wird der Baustein jetzt inklusive dieses Interface erstellt. Jetzt kann man schon sehen, hier vorne ist der neue Baustein und jetzt hängen diese Methoden und Properties, die wir hier definiert haben, an dem Baustein dran. Ach, die werden dort automatisch angefügt. Genau. Ja. So, jetzt können wir mal überlegen. Ein Ventil initialisieren muss ich da nichts. Das ist ein digitaler Ausgang, der soll an- und ausgehen. Ich mache mal hier den Output, schon mal hier unser Valve-Status hin. Das soll dann nachher sagen, Ventil auf oder zu. Eine Initialisierung brauchen wir eigentlich nicht. Da gibt es nichts zu initialisieren, also machen wir einfach gar nichts. Was wäre jetzt eine denkbare Initialisierung? Wir könnten irgendwelche Werte vorladen, ja, oder irgendwas vorbereiten. Okay. Wir machen nachher noch ein zweites Beispiel, bei dem Initialisierung notwendig ist. Also, wenn jetzt jemand den Init dann abruft, bekommt er einfach ein True zurück. Deswegen mache ich jetzt hier in die Get-Property der Init-Methode einfach Init dann gleich True. Das heißt, wer auch immer fragt,
wie sieht der Initialisierungsstatus dieser Funktion aus, wird von uns immer die Antwort kriegen, ich bin soweit. Mache ich hier oben noch diese Warnung weg. Die weist uns darauf hin, dass wir hier noch Source Code platzieren müssen. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Damit ist die Initialisierung abgeschlossen. Okay. Wir sollten der Funktion auch noch eine Nummer geben. Das tragen wir jetzt einfach hier ein. Das ist dann quasi die Nummer, die nachher auch im G-Code platziert wird. Machen wir mal die 10 hier. M drüber. Dann gibt es hier eine Work-Methode. Ja, wir wollen den Ventilstatus eigentlich nur toggeln. Das heißt, wenn das Ventil auf war, machen wir es zu. Wenn es zu ist, machen wir es auf. Das heißt, unser Valve-Status soll einfach invertiert werden. Und wir wollen diese Work-Methode nur ein einziges Mal aufrufen, weil mehr müssen wir hier erstmal nicht machen. Also sagen wir jetzt hier einfach, Rückgabewert der Funktion ist true, damit wird die nur ein einziges Mal aufgerufen. Danach landen wir in der mExit-Funktion. Da könnten wir jetzt noch Sachen schließen, beenden oder irgendwas, was in der Initialisierung gesetzt worden ist, wieder rückgängig machen oder so. Auch hier möchten wir für so eine einfache Funktion gar nichts unterbringen. Okay. Dann erstellen wir einmal mal diese Bausteininstanz hier. Ich nenne es einfach mal nur Valve. Und ich würde auch den Ausgang des Bausteins an meine digitalen Ein- und Ausgänge koppeln wollen. Dafür lege ich hier einfach mal den Status an. So, was ich jetzt noch machen muss, ist, wie gesagt, ich habe hier einen Simulator, der diese Methoden oder dieses Interface kennt und es bedienen kann. Aber er muss natürlich noch einen Zugang zu diesem Baustein gelegt bekommen. Und dafür kann ich hergehen und die Funktion übergeben über dieses Interface. Und jetzt kommen wir eigentlich genau zu der Besonderheit. Also dieser Funktionsbaustein hier, der hat hier eine Methode dran, die als Eingang die EM-Function besitzt. Das ist der Name von unserem Interface. Und dieses Interface kann er sich abspeichern. Das macht er hier in dem Fall in einem Array, wo ich mehrere Interfaces abspeichern kann. Denn wir wollen ja nachher auch in der Lage sein, mehrere M-Funktionen zur gleichen Zeit bedienen zu können. Also habe ich hier eine ganze Liste von M-Funktionen, die ich mir hier abspeichern kann. Der Datentyp, der jetzt hier übergeben wird, ist ja dieses Interface. Und das ist jetzt eigentlich die Besonderheit. Ich habe also einen Eingang und übergebe diesen Baustein. Der Baustein ist eigentlich vom Typ M-Valve. Und trotzdem wird hier aber nicht gemeckert, obwohl ja hier eigentlich der Datentyp EM-Function erwartet wird. Das liegt halt daran, dass das mValve dieses Interface implementiert. Das heißt, bei dem Aufruf von der Methode wird erkannt, okay, der Datentyp ist zwar eigentlich mValve, aber das Interface ist Teil dieses Datentyps. Also bin ich mit diesem Eingang einverstanden und es gibt kein Gemecker, dass der Datentyp direkt eigentlich nicht passen würde. Das heißt quasi so, sobald ich irgendeinen Funktionsbaustein nehme, auch irgendeinen anderen Funktionsbaustein und hänge denn dieses Interface an, kann ich das da auch benutzen. Genau. Dann kann der hier übergeben werden und dann werden diese Methoden so aufgerufen, wie wir das definiert haben. Okay, das Programm ist ja relativ überschaubar gewesen. Eigentlich habe ich nur diese eine Zeile hier eingefügt. Viel mehr ist ja nicht reingekommen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Okay. Der Simulationsbaustein, der diese M-Funktionen-Abarbeitung simulieren soll, der hat hier oben einen Eingang, wo ich die M-Funktionsnummer definiere.
und ein Execute-Eingang, mit dem dann die M-Funktion getriggert wird. Das heißt, da sehen wir dann gleich was. Genau. Ich habe hier so eine kleine Visu-Maske vorbereitet, um den etwas vereinfacht bedienen zu können. Hier habe ich jetzt die Nummer, die ich eingeben kann und den Ausführknopf für die M-Funktion. Wenn ich jetzt hier irgendeine Nummer eingebe, dann wird mir gemeckert, dass er die Funktion nicht kennt. Ich glaube, wir hatten die 10 definiert. Und jetzt sollte man sehen können, dass die Lampe an und ausgeht auf meinem Cube. Und das funktioniert auch. Funktioniert. Gut, also das heißt, wir haben jetzt diesem Baustein hier beigebracht, diese Lampe an- und ausschalten zu können, obwohl er keine Ahnung hat von den Ein- und Ausgängen und auch keine Ahnung eigentlich davon hat, was eigentlich unsere letztliche Funktion machen sollte. Das hätte jetzt auch was ganz anderes passieren können, das wäre ihm egal gewesen, aber er ist jetzt in der Lage, das zu triggern, das anzusteuern. So. Und dann komme ich auch gleich zu meinem zweiten Beispiel. Bringen wir einmal wieder so ein Interface unter und wir nutzen die Funktion des Erweiterns. Das ist das Letzte, was ich für heute präsentieren wollte. Ja, ich glaube, wir sind auch mit der Zeit. Dann machen wir das jetzt noch zu Ende. Müssen wir uns spurten. Wir nehmen mal als Beispiel eine Materialzuführung für meine CNC-Maschine. Die Materialzuführung soll so funktionieren, dass sie auf einer bestimmten M-Funktion eine Relativbewegung ausführt. Also ich habe einen Antrieb, der eine relative Bewegung durchführen soll, immer dann, wenn meine M-Funktion getriggert wird. Nehmen wir das hier mal bei der Band. So, um einen Antrieb zu bedienen, gibt es schon einen Baustein von KIB. Das ist der KIB Single Axis Control. Und da ich genau das brauche, also ich brauche einen Baustein, der einen Antrieb bedienen kann, gehe ich jetzt einfach her und erweitere die Funktionalität des Single-Axis-Control-Bausteins. Das heißt, jetzt ein neuer Baustein kriegt quasi die Möglichkeit, jetzt auch noch einen Motor zu bedienen. Genau. Sehe ich das richtig? Ja. Ja. Die Extend bedeutet, ich erbe erstmal alle Funktionen, alle Variablen, Ein- und Ausgänge, die der ursprüngliche Baustein hat, in meinem neuen Baustein. Das heißt, alles, was der kann, kann ich dann schon mal auch. Okay. Zusätzlich implementiere ich wieder unser Interface, dieses EM-Function. Und dann sieht das Ganze so aus. Das hier ist mein neuer Baustein. Der erweitert den KIB Single Access Control und implementiert die EM-Function. Man sieht zwar jetzt hier keine Ein- und Ausgänge, wenn ich aber jetzt eine Instanz hiervon erstelle, nehmen wir es mal M-Förderband, damit ich nicht den gleichen Namen nehme. Und jetzt auf diese Instanzdaten zugreife, dann werden Sie feststellen, sind hier schon jede Menge Ein- und Ausgänge dran, obwohl ich noch nichts erstellt habe. Das sind alles die Sachen, die ich geerbt habe von meinem KIB Single Access Control Baustein. Innerhalb des Bausteins kann ich auch auf diese Daten zugreifen mit dem This-Operator. Er zeigt mir jetzt alle Daten an, die innerhalb des Bausteins existieren, inklusive der Daten von meinem Grundbaustein. Erstmal habe ich nur die Ein- und Ausgangsvariablen geerbt. Wenn ich auch die Funktionalität miterben will, dann muss ich die alte Funktionalität noch aufrufen. Das mache ich mit dem Super-Operator. Hier bringe ich den Aufruf unter und sage somit, dass auch der Grundbaustein, den ich geerbt habe, mit aufgerufen werden soll. Also der Single Access Control. Genau. Ja. Dass auch der aufgerufen werden soll, wenn jemand diesen Förderbandbaustein aufruft. Und hier muss ich jetzt noch meine Bar in Out unterbringen. Das ist die Access, ist eine Bar in Out, die muss zwangsläufig immer vergeben werden. Muss aber so jetzt eigentlich passen. Und jetzt könnten wir auch schon anfangen, diesen Baustein aufzurufen. Und auch hier muss ich jetzt wieder einen Access übergeben. Hier muss ich jetzt allerdings das Ganze an eine reale Achse ankoppeln und ich koppel das mal an unseren BLDC. Okay.
So, das heißt, jetzt haben wir eigentlich schon einen voll funktionstüchtigen Single-Access-Control-Bauschein. Der könnte jetzt so in unserem Programm auch benutzt werden. Damit könnte ich jetzt den Antrieb an- und ausschalten und alles wäre gut. Aber wir wollten ihn ja erweitern, und zwar die Funktionalität des Interfaces. Wir wollten gerne eine Relativfahrt aus dem Interface triggern können. Gut, als erstes kann ich hier auch mal noch hergehen und den an unseren Simulator übergeben. So, jetzt sehen wir hier schon, mit der gleichen Funktion wurden zwei völlig verschiedene Bausteine übergeben, aber es wird nicht gemeckert, weil beide dieses Interface beinhalten und deswegen die Bausteine für den Methodenaufruf gar nicht als ungleiche Bausteine gelten. Und jetzt müssen wir halt noch das Interface füllen. Ich würde sagen, als erstes bringen wir mal wieder eine Number unter. Oh, 1, 2, 3. Dann die Initialisierung. Hier würde ich jetzt sagen, initialisieren wir mal so alles, was wir typischerweise vorbereiten können an einem Single Access Control. Das wäre zum Beispiel die Velocity. Setzen wir mal auf 10. Dann haben wir die Acceleration. Die soll gleich der Deceleration sein. Achso, du benutzt da diesen Dis-Operator, um auf die Basisbausteinelemente alles zu sagen. Setzen wir mal alles auf 100. Dann wollen wir ja eine Relativbewegung machen. Das heißt, wir müssen noch einen Axis Mode definieren. Auch hier nochmal ein Tipp von mir. Die Axis Mode ist eine Enum. Und wenn ich hier so einen Tooltip mir anzeigen lasse, dann kann ich hier rechts sehen, Enum Access Mode. Das ist der Datentyp, der hier erwartet wird. Wenn ich jetzt hier Enum Access Mode eingebe, dann werden mir die verfügbaren Modis hier angezeigt. Also auf die Weise komme ich an den Namen des Basisdatentyps, wenn ich den Tooltip hier folge. Und danach kann ich mit dem Punktoperator mir schon die verfügbaren Modis direkt ausgeben lassen. Also statt einer Zahl kann ich da Klartext hinschreiben und weiß direkt Bescheid, in welchem Modus es sich da handelt. Dann wesentlich lesbarer auch. Dann machen wir noch den Inverter Enable an. Und habe ich noch was vergessen? Direction. Ach nee, wir geben eine Position vor. Relativposition ja, kann er einen Schrott machen, das ist ja die Vollwert. Ich glaube, das war alles. Was wir natürlich jetzt noch machen müssen, ist unseren Init Done auf True setzen. Und hier kommen wir direkt zum nächsten Part. Der Init Done muss jetzt irgendwie gefüllt werden. Denn jetzt würde mit diesem Aufruf, würde diese Set-Funktion hier aufgerufen und da passiert mal noch gar nichts drin. In dem Fall will ich das eigentlich nur abspeichern, was hier reingekommen ist. Und daher mache ich mir jetzt hier eine Init Done Temp. Das heißt, wenn die Set-Funktion kommt, will ich den Init-Done auf mein Init-Done-Temp abspeichern. Wenn jemand meinen Init-Done abruft, dann möchte ich den Status der Init-Done-Temp auslesen. Das heißt, hier wird gelesen, hier wird geschrieben. Und abgespeichert wird es in dieser Temp-Variable. Okay, damit haben wir die Initialisierung auch abgeschlossen. Gehen wir jetzt in die Work-Methode und hier müssen wir jetzt nur noch Start befehlen. Und hier ist jetzt auch ein bisschen anders wie bei der Methode davor. Wir wollen das nicht einen Zyklus abarbeiten und dann sind wir fertig, denn die Positionierung wird eine Weile dauern. Dafür haben wir aber an unserem Baustein einen Done. Ich kann jetzt hier einfach sagen, if done, dann mwork ist gleich true. Auf diese Weise wird die Initialisierung, wird die Abarbeitung abgeschlossen und der Bausteinaufruf beendet. Mir fällt gerade ein, wir sollten in der Initialisierung auch eine Position übergeben, die wir relativ verfahren. Machen wir hier eine 50 hin. Ich habe jetzt was vergessen. Okay, das heißt, wir kriegen einen Startbefehl und wenn die 50 Inkremente abgefahren worden sind, dann
teilen wir dem übergeordneten Baustein mit, dass wir fertig sind, dass die Impffunktion beendet worden ist. Und jetzt wird die Exit-Methode aufgerufen. Und hier würde ich jetzt einmal hergehen, den Startbefehl auf Voll setzen und unseren Umrichter wieder ausschalten. Wir wollen ja nicht, dass er die ganze Zeit in Modulation bleibt. Außerdem ist jetzt unsere Initialisierung wieder auf False. Sonst könntest du es wahrscheinlich nur einmal aufrufen. Genau. Er würde beim nächsten Durchlauf, würde das Init dann noch auf True stehen und er würde die Initialisierung nicht wieder neu durchführen. Das heißt, der Inverter wird nicht wieder auf Enable gesetzt und so weiter. Also an der Stelle sage ich jetzt einfach, Init Done ist wieder False, damit ein weiterer Aufruf wieder gültig wird. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, ein gutes Gefühl. Ich denke, das müsste so passen. Wie gesagt, der Baustein, die Instanz ist schon erstellt und sie ist auch schon an den Simulator übergeben worden. Das heißt, wenn ich das jetzt runterlade, müsste ich auch schon auf den Baustein zugreifen können. Oh, jetzt geht mir hier nur der Saft aus. 40 Minuten, ich hoffe, das reicht noch. Okay. Kannst du mir für Notfall gerade mal ein Netzteil holen? Ich werde gleich noch mal. Erstmal mache ich nochmal die 10. Und wir sehen, das geht immer noch. Kann immer noch ein- und ausschalten. Und wenn ich jetzt so neue Funktion trigger, dann sieht man, kann ich hier eine Relativfahrt in dem BLDC triggern. Und ich kann sie auch nochmal triggern. Genauso kann ich jetzt auch die Relativfahrt triggern und parallel dazu die Lampe ein- und ausschalten. Weil es halt zwei unabhängige Funktionen sind, die von dem Baustein unabhängig abgearbeitet werden können. Und auf die Weise kann dieser Basisbaustein endlos erweitert werden. Also wir können so viele Bausteine darüber geben, wie wir wollen. Und die können komplett unterschiedliche Aufgaben und Funktionen erfüllen. Und das ist eigentlich der große Vorteil an dem Interface. Ja, Boris, du hast uns ja jetzt hier ziemlich viel gezeigt. Wir haben auch die Zeit absolut gesprengt. Eigentlich waren ja 30 Minuten angesetzt. Wir sind jetzt bei 40. Wechsle ich mal die Kamera, damit die Kollegen die verlegen können. Eine Sekunde. So, genau. Sollten wir uns jetzt hoffentlich halb wieder sehen können. Wir danken auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das jetzt alles viel zu schnell ging, dann können Sie das auch in ein paar Tagen auf unserem YouTube-Kanal YouTube-Kanal nachverfolgen. Ansonsten stehen wir Ihnen gerne natürlich auch für Rückfragen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Und ja, wir möchten Ihnen dann noch eine angenehme Woche wünschen und einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Dankeschön.